Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Die Vanessa ist da, Immobilienmaklerin aus Karlsruhe. Und wir haben den ersten Teil des Gesprächs schon aufgenommen. Und jetzt kommt der zweite Teil, weil Vanessa auch was von mir wissen will. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht das reine Interview, sondern das wird ein bisschen interaktiv. Ich lasse mich mal überraschen. So, Vanessa. Ja, also danke auf jeden Fall nochmal für die Einladung. Ich würde auch ganz gerne vorab den ja, Zuhörern nochmal kurz erklären, warum wir solche lustigen Buzzer dabei haben. Also wir hatten ja gesagt, wenn wir irgendwie für deine Kunden, für deine Zuhörer irgendwelche mega geilen Nuggets gerade gehört haben, dass wir dann nochmal darauf hinweisen, das war jetzt wichtig. Bringen wir vielleicht schon mal ein bisschen Interaktion mit rein. Alles klar, gut. Dieses Kippeln, das sollte man nicht machen, ne? Das ist wurscht, ob man das sollte. Also wenn Stört's du dich euch? daran orientierst, was man sollte oder nicht. Okay, sehr gut. Also. Dann mache ich das nämlich einfach. Ja, also dann würde ich jetzt, nachdem du mich so ein bisschen gelöchert hast, was für mich so ja, Vertriebler wirklich ausmacht und was mich vielleicht auch bis zu einem gewissen Punkt erfolgreich macht und so weiter, würde ich jetzt auch mal ein paar Fragen gerne stellen. Auf geht's. Und zwar hatte ich dir erzählt, dass ich in der Logistikbranche Vertrieb gelernt habe und damals war ich in Kassel und mein Nachbar war Mehmet Unglaublich. Privat, geschäftlich Göker. oder so? Geschäftlich, Geschäftlich, also ihr ja. hattet das Gebäude irgendwie nebenan. Genau, schräg gegenüber. Das war dann das große MEG-Gebäude? Genau. Eieiei. Gut, also hast du dann morgens den Ferrari Ja, gehört? und den Hubschrauber und Ah, Mann, ja, wie geil, oder? mega. Wie geil. Geiler Typ. Aber was ich jetzt nicht so cool fand, dass er halt mit seinen Ferraris und alle Mitarbeiter immer so auf den Behindertenparkplätzen geparkt haben. Fand ich jetzt ein bisschen oberflächlich, ein bisschen. Weißt du, ob er einen Behindertenausweis hatte? Weißt du das? Also ich war mir ziemlich sicher, dass er keinen hatte. Du, das weißt du nicht. Also gut, okay. Ja. Gut, das ist stimmt, Das fand ich jetzt nicht stilmäßig. so cool. Aber ansonsten ein geiler Typ, ne? Weil der hat es ja schon irgendwie geschafft. Geiler Ne? Typ. Ist das ein bisschen Vorbild für dich? Also jetzt, ich sag mal, was Erfolg angeht? Also, ich denke auf jeden Fall, dass er auch für mich und auch für viele andere aus dem Vertrieb ganz viel Wissen hat, viele Kenntnisse hat, viele Tipps und Tricks auch bereitstellen kann. Also, ich denke schon, dass man sich von dem eine Scheibe abschneiden sollte. Okay, cool. Ja, auch Donald Trump, ja. Also zum Beispiel dieses Ding, wo würdest du sein in 10 Jahren? Das hattest du neulich mal im Podcast, wenn du jetzt wirklich losläufst, ackerst und so weiter. Das habe ich auch mal gemacht. Und wo stehst du, wenn du in 10 Jahren eben ja nicht geackert hast und einfach stehen geblieben bist? Und das sind ja auch so Persönlichkeiten, wo so ein Zwiespalt irgendwo ist. Aber auch von solchen Leuten kann man sich megamäßig viel Input holen. Absolut. Also das eine ist, wo bist du, wenn du jetzt stehen bleibst? Ja, Das siehst du genau. wunderbar bei einem Klassentreffen. Ja, jetzt haben wir 20 Jahre Altersunterschied, aber Ja. wenn du mal so, ich sag mal, mit 40 oder so zum Klassentreffen gehst, dann siehst du genau das, was wäre passiert, wenn ich vor 20 Ja. Jahren stehen geblieben wäre. Ja. Das siehst du da, genau. Und Donald Trump ist natürlich. Also, du machst dir Gedanken, ob du mit dem Stuhl kippeln darfst, aber im nächsten Satz erwähnst du Donald Trump. Das solltest du in Deutschland nicht machen. Das ist, Ja. also das ist Political Correctness nicht so astrein. Ich habe von ihm drei Bücher geschenkt bekommen vor 2 Jahren zu Weihnachten von meinem Team. Das ist ganz spannend, weil ich habe die drei Bücher ausgepackt und habe gedacht, ich habe vor kurzem, kurz davor habe ich ein Buch von ihm gelesen und das Buch war so schlecht, dass ich es einfach sofort weggeworfen habe. Also das passiert mir selten. Hotelzimmer, Buch gelesen, weggeworfen. Nicht mal ganz durch. Ich habe mir ein paar Kapitel rausgesucht, die mich interessierten von den Überschriften her. Katastrophal. Jetzt habe ich vor 3 Wochen im Urlaub, habe ich wieder ein Buch von ihm gelesen. Jetzt musst du dir vorstellen, meine Frau ist Latina, kommt aus der Karibik. Und die ganzen Latinos haben überhaupt keinen Bock auf Donald Trump. Ja? Der sagt, Ja, ich baue eine Mauer, ich schmeiß die alle und raus. dann liegt so ein Buch Und dann daneben. liegt so ein Buch. Ach du Also sie erzählt mir dann Scheiße. immer einmal, dein Präsident hat jetzt gerade, ne, so. Oh. Weil ich den durchaus, was innenpolitische Handlungen angeht, auch durchaus klasse finde, was er da für die Amerikaner tut. Und das Buch, was ich jetzt gelesen habe, das war wieder gut. Und das Buch war
10 Jahre bevor er Präsident geworden ist. Das da war ist das spannend. Thema Präsident noch Hatte gar kein noch Thema. Hatte der noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, gell? Ja. Ja. Also schon ein Erfolgsmensch durch und durch, ja. Absolut. Nee, auch sowieso aufgrund der Branche mega interessant für mich. Aber zurück zu Mehmet Göker. Was waren so deine, ja, ich sag jetzt mal, 3 Quintessenzen aus dem Gespräch mit ihm, mit dem Interview? Was, wo glaubst du, boah, das fand ich jetzt, fandst du geil oder das ist wichtig auch für die Zuhörer da draußen? Das würde mich mal interessieren. Ja, also ich war letztes Jahr im April bei ihm das erste Mal. Und hatte dort ein längeres Interview, das gibt es auch bei YouTube in 4 Folgen. Der hat es ja auch ganz schön zu Hause, ne? Ja. Ja, okay. Also, das ist das Interview, da sprichst du drauf an. Ich würde es erweitern. Ich würde es erweitern auf. Ich war ein zweites Mal da, wir haben einen Online-Kurs zusammen gemacht. Ich kenne die Dokumentation, ich kenne sein Buch. Okay. Also, ich habe mich sehr mit der Person beschäftigt. 3 Dinge. Das erste ist Energie. Boah, was für ein Energiebündel. Wahnsinn. Das zweite ist Systematik. Viele sagen ja, Zufall und sehr, sehr systematisch. Ja. Lead-Generierung, Akquise von Außendienst auf Telefonverkauf rumgedreht. Dann das ganze Motivations- und Recruiting-Modell über die Firmenwagen, über die Essential-Reisen und so weiter. Das sind die 3 Sachen, die ich bei ihm rausnehme, die mich sehr beeindruckt haben. Also es ist nicht der Türke, der mal Glück hatte, sondern das ist ein cleverer Geschäftsmann, der nichts dem Zufall überlässt. Ich finde auch seine Motivationstechniken gegenüber den Mitarbeitern wirklich, wirklich einzigartig und cool. Ja. Okay, dann so eine Frage, die auch im Rahmen unserer Castings für Supermaklerinnen immer wieder mal gestellt wird. Was war das Verrückteste oder Teuerste, was du je verkauft hast? Du Verkaufstalent. Was ich das Teuerste? Das Teuerste oder das Verrückteste, was du je verkauft hast? Also das Teuerste, was wir je verkauft haben, war ein großes Trainingsprojekt und da ging es um, ich glaube, 600.000 Euro. Das war zwar das Größte vom Volumen her, aber das war längst nicht das Spannendste. Das war ein schönes Projekt, um Geld zu verdienen und wir haben einen soliden Job gemacht, aber das war, da war minimalste Emotion bei. Das war mal kurz emotional ein High, als der Auftrag reinkam und wir gesagt haben, ey, wie geil, boah, was für ein Volumen. Aber, aber ansonsten war es weder der Kunde noch die Aufgabenstellung für uns irgendwie. Aber mit einem Deal 600.000 gemacht. Ja, 600.000. Dafür gibt es nochmal Props. Okay, das war das eine. Was war das Außergewöhnlichste? Du denkst lange drüber nach, wurde die Frage noch nicht gestellt. Nee. Finde ich geil. Außergewöhnlichste. Ich glaube, das Außergewöhnlichste war das höchste Honorar, was ich bisher realisiert habe. Okay. Das waren deutlich über 20.000 Euro. Okay. Und es war ein spannender Auftrag, weil der war an einem Samstagabend, ich habe an dem Nachmittag zu Hause den Rasen gemäht. Und also so einen ganz typischen Samstagnachmittag, morgens noch an der Waschstraße gestanden. So. Also so ein richtig deutscher Mann, Samstagnachmittag. Und dann habe ich mich so um 14 Uhr unter die Dusche gestellt, um 15 Uhr saß ich im Auto, hatte eine halbe Stunde Anreise, habe 2 Vorträge gemacht mit super motivierten Teilnehmern. Und um 21 Uhr saß ich mit meiner Frau wieder auf der Couch. Wir haben einen Film geguckt und ich habe zu ihr gesagt, das ist unglaublich, das glaubt dir keiner, was ich jetzt in den letzten 6 Stunden hier gemacht habe und vor allen Dingen, was der Kunde bereit ist, dafür zu fakturieren. Und der Kunde fand es ja auch super. Also der Kunde sagt ja, wow, das war perfekt. Und es war zwischen Rasenmähen und auf der Couch einen Film gucken. Das war außergewöhnlich da. Da drücke ich beide mal. Das war cool, ja. Sehr gut. Okay, cool. Aber danke, dass du noch ein bisschen länger drüber nachgedacht hast. Geil. Mhm. Okay, vielleicht noch mal kurz zurückzukommen zu diesem Frauenthema. Du weißt ja, wir haben aktuell Castings, wo wir
wirklich ja, Powerfrauen suchen, die wir zu Supermaklerinnen ausbilden. Und dahingehend mal die Frage, was verbindest du mit Frauen im Vertrieb und woran denkst du als erstes Frauenvertrieb? Gibt es da irgendwie so eine Anekdote? Ja, oder? Ja, ich denke an ein Training, was ich gemacht habe vor ein paar Jahren in Österreich. Ein Pharmahersteller und nur Frauen im Vertrieb. Pharmahersteller. Okay. Tabletten. Gibt ja auch Farming im Vertrieb. Nein. Tabletten, Medikamente, okay. Zielgruppe waren Apotheker, Kliniken, Ärzte. Und das waren nur Frauen, ungefähr 80. Eine Mega-Stimmung, hochmotiviert. Der Chef ist ein Mann gewesen und zwei Führungskräfte waren Männer, der Rest alles Frauen. Keine Diskussion, ob man verkaufen sollte oder nicht. Das habe ich sehr genossen. Das war sehr schön. Ein zweites fällt mir noch ein für einen Softwareproduzenten. Da geht es um Software für Ärzte. Auch dort 40, 50 nur Frauen im Vertrieb. Auch nicht so viele Junge dabei. Durchschnittsalter 40. Auch da eine Mega-Stimmung. Da sind aber auch alle Führungskräfte und auch die Chefin alles Frauen. Sehr, sehr spannend. Also das sind so zwei Erlebnisse. Ansonsten mache ich keine großen Unterschiede zwischen Frauen und Männern im Vertrieb. Was ich beobachte ist, Verkauf, Frau Verkäuferin, Mann, Kunde funktioniert gut, solange es keine technische Branche ist. Bei der technischen Branche gehen viele Männer hin und haben die Vorurteile, dass die Frauen diese technische Kompetenz nicht haben. Ja. So, also normalerweise funktioniert das gut, Frau Verkäuferin, Mann, Kunde, außerhalb der Technik. Dann haben wir die Variante Frau, Frau. Kundin, Frau, Verkäuferin, Frau. Dort erlebe ich... Nicht so oft, oder? Es kommt auf die Branche an. Mhm. Ich erlebe dort sehr oft, dass es dort oftmals nicht um die Sache geht. Dort geht es darum, dass, was weiß ich, die Verkäuferin attraktiver ist. Die Verkäuferin ist jünger. Die Verkäuferin trägt eine teure Rolex und die Kundin halt nicht. Die Verkäuferin kommt mit einem dicken Auto und die Kundin fährt irgendwie was Kleines, was auch immer. Und dann erlebe ich hier sehr oft Konflikte, die gar nichts mit der Sache zu tun haben. Ja. Und das gibt es weniger bei Männern. Bei Männern ist das eine andere Sache. Aber bei Frauen passiert das häufiger. Da haben es Frauen schwieriger aus meiner Sicht als Männer. Ja, das ist das, was ich bei Frauen bemerke. Und auf Immobilienbranche, würdest du Frauen motivieren zu sagen, hier, da könnt ihr hingehen, auch als Frau, das schafft ja, ihr schon? Ja, natürlich. Also das ist für mich... wenn eine Frau sympathisch ist, fühle ich mich als Mann natürlich automatisch wohler. Ja. In jedem Fall. Aber ich will in jedem Fall die Kompetenz haben. Und wo jede Frau, insbesondere wenn sie attraktiv ist, getestet wird, ist die Kompetenz. Ich erlebe das häufig in Coachings, dass Kunden bei Männer, ich sag mal über 40, mit einem souveränen Auftreten, stellen Kunden ganz bestimmte Fragen nicht, die sie aber einer jungen, gut aussehenden Frau immer stellen. Wo ich denke, wieso stellt der Kunde diese Frage jetzt? Diese Frage bekommt ein Mann über 40 nicht. Das ist so, da wird die Kompetenz einmal angetestet. Sagen Sie, wie viele Objekte haben Sie denn? Die Frage kriegt der Mann nicht. Sagen Sie, seit wie vielen Jahren sind Sie denn schon in der Immobilienbranche unterwegs? Die Frage bekommt der Mann nicht. Die bekommt nur die Frau, um zu testen, sieht die jetzt nur gut aus oder kann die auch was? Ja. Also da haben es die Frauen schwieriger. Da könnte sein, wobei ich das jetzt selber so noch gar nicht gespürt habe, aber das ist wahrscheinlich auch, weil ich die Leute komplett einmal überfordere. Ja, ich laber die Leute zu. Jetzt muss ich mich wieder in meinen Schneidersitz setzen. So, und dann haben die schon gar keine Wahl mehr eigentlich. Ja. Ne? Und wenn man direkt mit einem extremen Selbstbewusstsein dahin geht, direkt sagt, was man kann, vielleicht, also wir nutzen zum Beispiel auf unseren iPads richtig geile Präsentationen, auch mit Videos und so weiter, wo wir kurz zeigen, was wir machen, wo auch Referenzen von wirklich hohen Tieren aus Karlsruhe mit dabei sind. Da fragt dann auch keiner mehr nach. Wenn man proaktiv sagt, was man macht, was man kann, warum man der Geilste ist in diesem Bereich,
Also da finde ich, kann man schon ziemlich gut Vorsorge machen, auch als Frau. Ja, also wenn man da echt richtig gute Tools hat, glaube ich, kann man das vermeiden. Also ich persönlich kenne das Problem jetzt gar nicht. Ich denke, das liegt einfach daran, wenn man gut Vorsorge trifft mit, was ist jetzt auch mein Ziel, ja. Also ich mache dann wirklich bei jedem Objektaufnahmebogen, schreibe ich mir mein Ziel oben drauf. Ich will jetzt den zu einer Unterschrift bringen, ich will jetzt mit dem in Kontakt treten über Xing. Mein Ziel ist es, mit dem folgende Provision zu vereinbaren. Da muss man nur noch hinlaufen, ne? Denn alles andere kann ich mir ja eigentlich so, darauf achte ich auch gar nicht mehr. Deswegen, also das wäre zumindest mal an alle Vertrieblerinnen da draußen die Möglichkeit, dass man sich einfach mega gut vorbereitet und schon proaktiv da der Männerwelt zeigt, wo es lang geht. Weil dann kann man die echt ausnocken da, dann kann man die vollkommen beeindrucken. Es gibt das Gegenteil, das ist sehr verbreitet und das ist jetzt wirklich ein Tipp für alle Frauen, die im Vertrieb sind. Jetzt zuhören. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich nenne ihn jetzt mal den Bambi-Effekt. Ja, Bambi kennst du ja noch. Das ist hier dieses kleine Rehlein, das Rehkitz. Ja? Ja. So, und Bambi ist ja ganz unschuldig und Bambi ist ganz hilflos und ohne Mama geht Bambi auch unter. Und es gibt viele Frauen, die diesen Bambi-Effekt spielen. Die sagen, wissen Sie, also Entschuldigung, das ist jetzt meine erste Präsentation und ich bin noch nicht so lange in der Branche und bitte haben Sie Verständnis, wenn ich nicht jede Detailfrage sofort beantworten kann, da habe ich schon keinen Bock drauf. Weil, das kann man auch nicht machen. Genau, aber das ist nun mal bei vielen, insbesondere Damen, verbreitet und ich rate jeder Dame nur davon ab, so etwas zu machen. In der Natur ist es so, dass wenn junge Hunde miteinander kämpfen und ein Hund unterliegt, dann hält er den Hals hin. Im Sinne von, okay, ich habe verloren, du kannst zubeißen. Natürlich beißt keiner zu. Aber das kannst du nicht unter Menschen bringen. Ja. Du gehst hin und sagst, okay, also ich bin noch nicht so erfahren, ich halte dir meine Kehle hin. Der Kunde wird zubeißen. Er wird Fragen stellen, die ein erfahrener Verkäufer nicht bekommt. Deswegen das selbstsichere Auftreten, was du an den Tag legst, das rate ich jedem. Ja. Und also ich persönlich glaube, dass ich da total gute Möglichkeiten habe, um das selber bei mir eben so nicht zu machen und das auch anderen zu vermitteln, wie man das auf die Reihe bekommt, ein richtig krasses Selbstbewusstsein aufzubauen, damit man auch so eine Akquisemaschine wird. Ja, die wird man nicht, wenn man so sagt, hier kannst du mich ruhig beißen, mal gucken, wird schon. Was sind so deine Tipps, damit man richtig krasses Selbstbewusstsein aufbaut und wie bringst du das auch deinen Mitarbeitern rüber? Selbstbewusstsein, also wenn du das Wort nimmst, dass du dir selbst deiner Stärken, deiner Schwächen, deiner Neigung, Abneigung bewusst bist. Also du musst dich persönlich besser kennenlernen. Die erste Übung, die geht schon bei Kindern, funktioniert die schon, um Selbstbewusstsein wirklich aufzubauen, ist, dass du ein Erfolgsjournal führst. Das ist so der Klassiker, hat Bodo Schäfer schon vor 20 Jahren empfohlen. Du schreibst jeden Tag 3 bis 5 Dinge auf die du stolz bist, die für dich Erfolge waren. Das sind manchmal Kleinigkeiten, manchmal große Sachen. Der 180.000er Auftrag, das ist ein großes Ding. Aber das kann auch sein, dass du irgendwo angerufen hast und hast sofort den Termin gemacht. Dann schreibst du abends auf, habe ich angerufen, sofort, er kam, sah und siegte, den Termin gemacht. Es sind manchmal auch Kleinigkeiten. Ja. Was weiß ich, du hast den Kunden angerufen, der hat dich 3-mal abgelehnt, du rufst das 4. Mal an, der sagt, okay, kommen Sie vorbei, Sie kriegen jetzt mein Objekt doch in die, in die Vermarktung. Also der erste Punkt ist, schreib das auf, jeden Tag 3 bis 5 Dinge. Und wann immer du an dir zweifelst, liest du dir durch, was du aufgeschrieben hast. Und das machst du dauerhaft über Wochen, Monate. Und dann merkst du, wie sich was ändert. Der zweite Punkt ist, gerade als Verkäufer, sprich mit deinen Kunden. Die Kunden, denen du etwas verkauft hast, respektive die Eigentümer, deren Objekt du verkauft hast. Sprich mit denen doch mal 4 Wochen später. Ruf sie an und sag so, wie ist es denn und so weiter und sagen sie, warum ich? Warum haben sie mich damals beauftragt? Und wenn sie jetzt rückblickend mit einem guten Freund über mich reden würden, was würden sie dem sagen? Und das ist toll, jetzt geben wir die Kunden ein Feedback, warum sie dich ausgewählt haben und was sie schlussendlich über dich denken. Auch da wirst du dir selbst und deiner Stärken bewusster. Ja. Und der dritte Punkt ist,
Du brauchst ein starkes Umfeld. Du brauchst Leute um dich rum, die dich fordern und fördern. Nicht die, die dich ständig kritisieren. Nicht die, die dir erklären, was du alles nicht kannst. Nicht die, die sagen, deine Ziele, deine Träume sind alle viel zu groß. Lass den Unsinn doch mal. Mensch, Mädchen, du bist 30. Hör mal, du verhältst dich wie eine, die 50 ist. Geht's mal gut? Ja, so. Du brauchst Leute um dich rum, die dich fördern und fordern. So, das sind so meine drei Tipps zum Thema, wie wirst du noch selbstbewusster? Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Gerade so dieses Mittlere, das hatten wir gestern mal gemacht. Wir haben ein kurzes Interview mit dem Eigentümer von einer anderen Immobilie geführt, die wir verkauft haben. Der hat sie bei uns gekauft und er hat uns direkt wieder beauftragt mit der Vermietung der Immobilie. Und dann haben wir ihm auch mal die Frage gestellt, sie haben die Immobilie bei Immobank Immobilien gekauft. Warum haben sie uns jetzt auch beauftragt, ja? Und das ist sogar auf Video. Und der wird dann auch, selbst wenn mal irgendwas schiefgelaufen ist, wird er vor der Kamera nicht sagen, ja, aber sie waren nicht erreichbar oder so, sondern der hat dann wirklich Props rausgegeben und wir haben das alles aufgezeichnet und wir können das natürlich auch auf unserer Internetseite dann verwenden. Ne? Mhm. Aber man muss halt, und da sind wir wieder bei dem Punkt, Selbstbewusstsein irgendwie aufbauen und so richtig krass vorausgehen und dieses Ziel vor Augen haben. Ne? Und es gehört auch dazu, also heute kannst du ja sehr schnell Feedback bekommen, wenn du in die Sichtbarkeit gehst, zum Beispiel Social Media. Ja. Ja, wenn du dein Mindset, deine Erfolge, deine Tätigkeiten, wenn du die veröffentlichst, egal ob in einem Podcast, bei YouTube, bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, du bekommst ja Feedback. Ja. So, und da bekommst du ja schon die Rückmeldung deiner Community, wie sie über dich denkt, was sie von dir hält. So, und jetzt musst du natürlich auch unterscheiden zwischen, was sind jetzt Hater, was bringt dich nicht weiter, und was sind aber auch einfach konstruktive Feedbacks, ja, mit denen du was anfangen kannst. Stimmt. Ja, also danke erstmal dafür. Bevor ich jetzt die nächste Frage stelle, wollte ich dir noch was geben. Und zwar, weißt du ja, dass unser Alleinstellungsmerkmal so diese Fliege ist. Mhm. Und dann habe ich mal die Lara gefragt, was deine Lieblingsfarbe ist. Farbe ist es jetzt nicht, aber sie sagte schwarz. Deswegen hier übergebe ich im Namen von unserem ganzen Team eine Fliege. Wunderbar. Die du gerne mal tragen kannst. Also ich finde, es ist auf jeden Fall mega stylisch. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Solltest du wirklich mal anziehen. Also bis jetzt trage ich Fliege nur zum Smoking? Schade, weil das ist voll... Also jetzt guck mal darüber. Ne? Also können auch Männer tragen. Ja, sicher können das Männer. Was heißt auch? Auch. Mal, wir Männer haben das. Wir Männer haben das doch erstmal. Als hätte ich es erfunden. Genau. Mal, nee, auch ihr Männer könnt mal eine Fliege tragen. Genau. Okay. Alles klar. Mega. Herzlichen Dank für das Geschenk. Ja. Ja, in der Tat. Schwarz ist da neutral. Also was? Das passt zu mir. Kann man mal nehmen. Wunderbar. Vielen Dank. Also ich habe eine Fliege. So, also eine Fliege. Genau. Ja, als erstes wollte ich dich mal feiern und dein ganzes Team feiern, weil ihr ja einen so krassen Durchbruch gerade erlebt und die letzten Jahre ja wirklich so konstant nach oben und jetzt hat man das Gefühl, es geht nur noch, ja, also wir hatten eben kurz über Telefonverkauf gesprochen, was ihr da sucht und wen ihr alles einstellt und wie ihr das macht und also erstmal Props dafür, auch im Namen von denen allen mache ich das jetzt mal. Nee, also das ist wirklich der absolute Oberhammer, finde ich total spannend auch zu sehen, wie ihr das macht und ja, man kann auch so ein bisschen Parallelen entdecken mit diesem Wachsen wie wird und vielleicht lasse ich mich auch da gerade so ein bisschen von inspirieren und wir gehen da so ein bisschen auf den Weg mit euch irgendwie, so fühlt sich's manchmal an. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, wie gerade so diese Vertriebsoffensive noch mehr getoppt werden könnte, noch geiler sein könnte und noch mehr Kronen aufgesetzt bekommt? Irgendwie mal überlegt? Also die Vertriebsoffensive ist ja von der Positionierung her unser Kennenlernseminar. Ja. Und du kriegst natürlich 2 Tage mega Content. Es ist ein Riesenevent, aber es ist unser Gruß aus der Küche. Es ist nicht mal die Vorspeise. Ja. Ja. Also wer es danach wirklich ernst meint, das ist, schau, von wem lernen wir? Wenn du jemanden hast, der mega erfolgreich ist, aber er ist ein Arschloch, dann lernst du nicht von dem, weil du den gar nicht akzeptierst. Ja, also der erste Schritt ist erstmal, dieser Mensch, von dem du lernen willst, der muss dir sympathisch sein. Ja. Und die Vertriebsoffensive
ist unsere Kennenlernveranstaltung. Wir sagen, Mensch, du willst im Vertrieb dich weiterbilden und du suchst nach dem Richtigen, mit dem du das machst. Alles klar, du, dann hast du Podcast, YouTube und Co., da bekommst du einen ersten Eindruck, aber komm einfach mal zu dieser Veranstaltung. Und dann kriegst du den Gruß aus der Küche. Das ist der kleine Teller mit diesem Fingerfood drauf, wo du irgendwie hab, hab machst und sagst, super, das ist ja eine Füllung für einen Backenzahn, wo ist der Rest? Und das ist bei uns. Jetzt gibt es schon viele, die sind 2 Wochen lang satt nach einer Vertriebsoffensive mit dem Gruß aus der Küche. Die richtig dicken Sachen, die gibt es in den Folgeseminaren. Mhm. Und deswegen, es geht uns gar nicht darum, dass wir in der Vertriebsoffensive noch mehr Inhalt reinpacken. Auf keinen Fall. Mhm. Sondern willst du mehr Inhalt, dann kommst du zu Umsatzextrem, zu Systemvertrieb, zur Akquisemaschine, zu den Trainingslagern oder was wir entsprechend anbieten an Folgeseminaren. Aber die Vertriebsoffensive ist mega geil. Wir gucken, dass das ein Riesenerlebnis ist. Wir feiern das mit denen, die da hinkommen. Und es ist super, aber es bleibt der Gruß aus der Küche. Ich werde nicht 3 Tage draus machen, ich werde nicht noch mehr Content reinpacken, weil die meisten anschließend eh schon so satt sind, dass sie sagen, wie sieht dann erst das Hauptgericht aus? Ja, auf jeden Fall. Hast du mal grundsätzlich darüber nachgedacht, wie man Dirk Kräuter und dieses komplette System dahinter auch noch, wie soll man sagen, noch glaubwürdiger und noch vertrauenswürdiger auch positionieren könnte? Also was wir mittlerweile machen, ich weiß gar nicht, ob das damals in Mannheim, als du dabei warst, ob wir das schon gemacht haben, wir machen auf der Bühne Live-Interventionen. Ja. Ja. Hatten wir da leider nicht gemacht. Okay, gut, siehst du, das haben wir. Also wir machen bei jeder Vertriebsoffensive, probieren wir was Neues aus. Wir schauen, dass wir ständig optimieren und dann sehen wir, funktioniert nicht, nehmen wir wieder raus, machen wir was anderes. Mittlerweile ist es so, dass wir bei jeder Veranstaltung am ersten Tag jemanden auf die Bühne holen aus dem Publikum und am zweiten Tag aus. Wie wird es noch glaubhafter? Indem ich nicht einfach nur erzähle, sondern indem ich vormache. Am ersten Tag holen wir jemanden auf die Bühne, wo ich frage, wer von euch ist eher der Berater? Wer möchte lieber stärker Verkäufer sein? Wer möchte mehr Abschlüsse machen? Wer möchte den Sack zumachen? So, und dann melden sich viele. Dann gehen wir hin und dann frage ich ein bisschen, was machst du? Ja, dies, hier und das, okay. Wieso bist du mehr Berater? Was fehlt dir zum Verkäufer? Ja, gut, alles klar, komm mit auf die Bühne. So, und dann in 25 bis 35 Minuten lernt diese Person, wie sie den Sack zumacht, wie sie Abschlüsse macht. Ja. Sie hat nachher mindestens 3 Abschlusstechniken drauf und weiß, an welcher Stelle sie wie abschließt. Hm. 25 bis 35 Minuten, das ganze Publikum bekommt das mit. Das heißt, sie wissen, es ist nichts gefaked, es ist nichts vorbereitet. Die Teilnehmerin, der Teilnehmer ist total aufgeregt, aber er kann es nach ein paar Minuten. Am zweiten Tag machen wir das auch mit spätestens der Einwandbehandlung. Dann hat er auch Selbstbewusstsein von so einer Riesengruppe. Ja, spätestens dann sagen alle, Moment, wenn der das in einer halben Stunde schafft, dann schaffe ich das doch auch. Und das ist die Botschaft. Ich sage, Leute, verkaufen ist keine Raketentechnik. Das bringe ich dir bei in halben Stunde, in einer Stunde, im Seminar, später im Folgeseminar, maximal 2 Stunden. Aber dann kannst du das. Ja. Jeder kann das. Einwandbehandlung. Am Telefon, der Kunde sagt, kein Interesse, kein Bedarf, sind wir bestens versorgt? Nein, wir machen das selbst, wir haben da schon einen Makler, wir wollen da keine Courtage zahlen, was auch immer. Das sind Standardeinwände, da musst du darauf reagieren können. Am zweiten Tag suchen wir uns jemanden raus, immer Freiwillige. Wir führen nie jemanden vor, immer freiwillig. Ja. Und nach einer halben Stunde kann der mit den 5 Haupteinwänden, die er hat, am Telefon so umgehen und weiß, wie er Termine macht. Danach reden wir nicht mehr über Glaubwürdigkeit, weil die Botschaft ist, der macht es vor. Oder wir haben gerade ein Projekt mit 2 Leuten, die einen Job suchen. 2 junge Männer sind das, ich behaupte Durchschnittstypen, und die sind in ihrem Job nicht glücklich. Und die suchen was Neues. Und wir begleiten die gerade. Wir begleiten die bei der Erstellung ihrer Bewerbung, bei der Erstellung eines Telefonskripts. Ich telefoniere live mit denen. Und wir nehmen das alles auf. Das wird es später als YouTube-Video geben, wie wir die beiden begleitet haben zu ihrem Traumjob. Ja. Weil einen Traumjob
zu kriegen, ist nichts anderes als zu verkaufen. Du musst dich verkaufen. So, da sind wir jetzt gerade bei. Und das werden wir in ein paar Wochen dann online stellen. Und dann kann jeder sehen, ah, guck mal hier, so begleitet der Dirk die Leute. Ja. Das kann auch mal unangenehm sein, dass ich sage, sag mal, was ist das denn für eine Scheiße? Das glaubst du doch nicht wirklich, oder? Ey, das war ja mal voll daneben. Da rufst du jetzt nochmal an. So, das ist dann auch ein bisschen unangenehm, aber schlussendlich haben sie nachher den Job, den sie haben wollen. Ja. Also das, all das, was ich erzähle, kann ich jederzeit vormachen, jederzeit. Ja. Wenn wir in einer kleinen Gruppe arbeiten und jemand sagt, ich habe hier drei Adressen, da komme ich nicht weiter, sage ich, gib her, ich rufe da an, ich mache den Termin. Und je weniger ich über den Kunden weiß, desto einfacher ist es für mich, den Termin zu machen. Also das zum Thema Glaubwürdigkeit. Ja, also das wäre auch so ein Thema gewesen, wo ich gesagt hätte, also ja, hast du da nicht, du willst immer mehr wachsen, du willst immer mehr Verkäufer so in deinen Bann ziehen und die noch erfolgreicher machen. Und dann gibt es ja oftmals auch die Vorgesetzten, die zwar ihre Mitarbeiter zu so Seminaren schicken, die dann aber auch wissen, wenn die wiederkommen, dann ticken die mal kurz aus und dann geht's auch wieder. Oder dass die dann auch sagen, ja, das ist so ein Verkaufstrainer, das ist alles Theorie, das können wir so in der Praxis nicht verwenden oder es ist nicht wirklich praxistauglich. Und ja, da wäre halt einfach so eine Befürchtung auch, dass solche Unternehmen, solche Menschen, die auch darüber entscheiden, zu dir zu gehen, da auch so ein bisschen für sorgen können, dass eben dieser steile Weg nach oben auch mal auch abflacht oder einbricht, ja. Und das war jetzt einfach so der Grund, wo ich jetzt gesagt hätte, ey, was du brauchst, sind wirklich Reality-Verkäufer, die auch wirklich proaktiv deine Tools testen, deine Techniken testen, die auch im Alltag das wirklich umsetzen. Also wir haben ganz viele verschiedene Dinge jetzt beispielsweise von dir übernommen, auch getestet. Wir haben hier zum Beispiel diese 33 guten Gründe ausgearbeitet. Cool. Ja, da macht es einfach wirklich Sinn, auch mal zu berichten vielleicht, von Unternehmen, die deine Strategien so fahren oder dieses Thema, ich glaube, das hattest du auch mal gesagt, dass man einfach mal Buch führen soll über die Dinge, die man selber macht, auswertet und guckt, wie erhöhe ich diese Schlagzahl und dass man einfach auch proaktiv guckt, gerade jetzt bei neuen Mitarbeiterinnen, bei mir auch, wie können die sich entwickeln. Ja, also wir haben es jetzt mal ganz lustig Goalie genannt, ja, für Ziel, Fabian Hohmann 3.0 Coaching, sei Dank, tolle Idee. Oder diese Werte. Ich glaube, du hattest auch gesagt, man muss rausfinden, für was stehen wir eigentlich oder dieses Team. Ja? Mhm. Und da ist es einfach so, dass wir gewisse Erfahrungen jetzt auch gemacht haben mit deinen ganz vielen Techniken und Tools und es macht da auch absolut Sinn, mal zu gucken, wie entwickelt sich das komplette Unternehmen eigentlich mit solchen Techniken. Ja? Und ich kannte das jetzt tatsächlich noch nicht, dass Reality-Verkäufer damit auf die Bühne kommen. War für mich jetzt neu, gab es in Mannheim damals so noch nicht. Deswegen, das wäre jetzt echt so ein Appell gewesen. Das wäre der absolute Hammer, wenn man das irgendwie noch machen könnte. Und vielleicht nicht nur Leute aus dem Publikum mit hochzieht, sondern dass man wirklich auch jemanden mit ins Boot holt, der einfach diese ganze Vielfalt von Dingen testet. Weil die meisten haben ja wirklich das Ding, die hören das mal und setzen es nicht um. Ja. Ne? Mhm. Das ist ja ganz oft der Fall. Also bei mir persönlich ist es so, ich war auf einer Vertriebsoffensive, ich weiß gar nicht, wie viele Dinge ich jetzt schon übernommen habe, aber man merkt, und wir haben da auch so ein bisschen Protokoll teilweise geführt, wie es uns verbessert hat. Also wir haben zum Beispiel dieses Thema grundsätzlich eingeführt, vielleicht hast du es sogar schon gemerkt, oder wir haben das mit dieser geistigen Brandstiftung eingeführt, mit verschiedenen Argumenten, die man sammelt, oder was auch richtig geil war, du hattest ja gesagt, man muss einfach mal, wenn man irgendwo angerufen hat und man ist abgewehrt worden, einfach nochmal anrufen und sagen, hey, was ist denn da eigentlich passiert? Mir geht das Telefonat nicht mehr aus dem Kopf. Das habe ich tatsächlich gemacht. Ich wollte direkt den nächsten Tag anrufen, habe es dann gelassen. Habe auch den zweiten Tag nicht angerufen. Irgendwann dachte ich, oh scheiße, machst du es noch oder machst du es nicht mehr? Und dann irgendwann dachte ich, oh, du machst es auf jeden Fall. Und dann habe ich die Frau angerufen. Und dann ich habe gesagt, hier, mir geht das Telefonat echt nicht mehr aus dem Kopf. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich habe alles getan. Ich habe Ihnen alles vorbereitet.
woran lag's? Und dann bricht die fast in Tränen aus am Telefon und sagt, das tut mir so leid, ich wollte sie da nicht kränken, aber mein Mann ist so krank und sie muss das jetzt leider mit dem Hausverkauf verschieben, ja. Also es gibt auf jeden Fall megamäßig krasse Tipps bei dir und ich würde es auch richtig, richtig geil finden, wenn man einfach mal die Möglichkeit hätte, aus der wirklichen Praxis von deinen Techniken zu berichten. Und ich persönlich glaube, dass das keine Aufgabe ist, die du selber machen kannst, sondern die jemand machen muss, der aus deiner Kundschaft kommt. Und deshalb, lieber Dirk, mein oberstes Ziel heute, ich sag's dir, ich zeig's dir, das steht hier oben, aber das wissen jetzt die Zuhörer noch nicht. Ich kann das von hier da aus nicht lesen, aber Schriftgröße 8, Wahnsinn. Mann. Das muss eigentlich auf diese lustigen Zettel. Ah, ich komme. Okay. Aber jetzt noch nichts sagen, ja? Ja. Also normalerweise hätte ich es hier draufschreiben müssen, ja. Aber ich hatte leider im Auto keinen Stift mehr. Deswegen, lieber Dirk, du weißt es zwar noch nicht, aber du brauchst mich als Gastauftritt bei deiner Vertriebsoffensive, ja. Und ich werde deinen Kunden tatsächlich an Praxisbeispielen zeigen, dass es wirklich funktioniert. Ich kann live sogar telefonieren, kann zeigen, wie deine Techniken funktionieren und es wäre doch echt der absolute Oberknaller, wenn sogar eine Frau blond und blauäugig deine Techniken umgesetzt bekommt und es nicht nur Männer schaffen. Deswegen, also ich habe auch richtig geile Methoden zusätzlich, die wir mit irgendwelchen lustigen Bildchen, wie wir heute Morgen auch schon zusammen gemacht haben, die Leute motivieren für ein kurzes Selbstcoaching, jeder 1-2 Minuten. Also ich glaube, dass das echt ein enormer Mehrwert wäre. Vor allen Dingen kann ich im Prinzip auch dafür sorgen, dass wir vielleicht noch mehr Frauen sogar in deine, okay, Vertriebsoffensive bekommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir so auch noch mehr Leute grundsätzlich hinziehen können. Weil eine Frau ist echt nicht so schlecht, wenn man sowas mal mit dabei hat. Du kannst jetzt einen Abschluss machen. Also, ich mache jetzt einen Abschluss. Hast du Bock, lieber Dirk? Ja, jetzt mach mal nicht mit einer offenen, mit einer geschlossenen Frage. Hast du Bock? Oh, jetzt mache ich wieder. Jetzt mach mal eine offene Frage alternativ. Ja, möchtest du es nur einmal oder zweimal? Ich habe sogar noch 3 Angebote vorbereitet. Lass uns das jetzt auch noch durchziehen. Nee, ist gut. Also, wir sind bei dir vor der Haustür. Offenburg oder so? Offenburg? Ja. Wie weit ist Offenburg weg? Ich fahre überall hin. Ich habe eine geile Karre, die ist schnell. Alles klar, wunderbar. Nee, wir machen was so, dass auch deine Leute kommen können und dich dann bejubeln können. Super. Also wir haben Anfang nächsten Jahres eine Veranstaltung bei dir vor der Haustür in der Nähe von Karlsruhe und da bauen wir dich mit ein. Da kannst, geil, du dein komplettes Umfeld akquirieren, dass die alle mitkommen. Da könnt ihr direkt irgendwie mit dem Bus dann rüberkommen. Oh, mega. Das ist super, mega, das machen wir. Super. Geil. Vanessa. Alles super, klar, das war tatsächlich meine letzte Frage und ich wollte einfach mal testen, ob auch bei dir deine Techniken funktionieren, klar, und offenbar, ey, es klappt, Leute. Übernimmt einfach. Geil. Super. Okay, also in diesem Sinne, wenn du Vanessa live und in Farbe erleben willst, nächstes Jahr 2018, ich glaube Offenburg ist das, ist der Ort, da haben wir eine sehr große Location mit ein paar tausend Plätzen und da wird sie dann richtig aufgeregt sein. Nicht hier so eine Nummer, wo sie in die Kamera guckt. Ich werde aber auch richtig aufdrehen. Also da muss man richtig auch aufgeregt. Also wir gucken uns das an. Vanessa dann kurz auf der Vertriebsoffensive Bühne. Mal gucken, was du da so ablieferst. Und ansonsten, wenn dir das gefallen hat, teilen, liken, einen Kommentar da lassen, eine Bewertung bei iTunes da lassen. Mich auch gerne mal suchen, zum Beispiel, genau, bei Facebook. Wir werden dich verlinken. Wir werden natürlich dein Facebook-Profil verlinken. Deine Webseite verlinken, sodass jeder, der ein Haus kaufen möchte, verkaufen möchte, eine Gewerbeimmobilie, sagt, ich möchte mal eine richtig coole Immobilienmaklerin kennenlernen oder ich möchte Karriere machen in deinem Umfeld, dass die sich alle bei dir melden. Das ist auf jeden Fall sehr spaßig und man verdient sogar richtig Kohle. Also sollte man, super, sich mal überlegen. Okay, Vanessa, gib mir High Five. Mega. Vielen Dank. Danke. Liebe Grüße. Ciao.